Hallo, meine Lieben. Ja, heute habe ich eine neue Idee, wie man 30,5 mal 30,5 Papiere verbasteln kann. Und zwar habe ich mir ausgedacht, mit dem Envelope Bunchboard eine Schokoverpackung zu basteln. Ich habe auch schon eine gebastelt, und zwar diese. Da haben wir ja den Pinguin schon gemeinsam koloriert. Und ich wollte euch jetzt zeigen, wie ich diese Verpackung da gemacht habe. Und zwar ist das eine Schokoladenverpackung. Ich habe mir da einfach die Maße der Schokolade ausgemessen und habe dann das in meinen Envelope-Punchboard-Rechner eingefügt. Und ja, ich habe zuerst überlegt, ob ich das mit einer Banderole machen soll. Irgendwie hat das nicht so ganz hingekaut, wie ich das haben wollte. Also habe ich mich dann umentschieden und mich für Band einfach entschieden, weil es ja um einiges leichter zu verschließen ist. Und ich finde, so kann man die Box an sich einfach schöner dekorieren, als wenn man da so eine Banderole noch rum hat. Mit der Banderole kann man natürlich auch auf der Banderole drauf dekorieren, aber ich finde jetzt eigentlich so für meinen Zweck ganz süß. Und wie gesagt, also jetzt kannst du ja natürlich dann eine Banderole auch nehmen, wenn ihr lieber Banderole hättet. Aber mir gefällt es jetzt so ganz gut. Und ja, also Papier 21,5 mal 21,5. Hier haben wir da die Maße aufgeschrieben, weil ich natürlich mit meinem Handy filme, dann kann ich da nicht die Maße anschauen. Und dann müssen wir das Ganze bunchen und falzen bei 14,1 bei meinem Envelope Bunchboard von Via Memory Keepers. Hat es leider bei 13 auf. Ich weiß nicht, ist das beim anderen, beim. Ich weiß es gerade gar nicht, wie die andere Firma heißt. Mir liegt es gerade auf der Zunge. Ist das andere größer? Weiß es jemand? Ich weiß es leider nicht. Ja, ich hebe mir jetzt einfach da Lineal an, komplett egal. Also auf die Zahlen schaue ich jetzt gar nicht. Ich brauche leider 1,1 cm mehr. Dann bunch ich und falz. Und dann brauchen wir 14,9. Also erst 14,1, dann 14,9. Da ist 0,9. Passt. Und falzen. Dann brauchen wir das Lineal eigentlich eh schon immer, weil dann gehen wir einfach wieder vor wie bei der Adventskalender to go Verpackung und einfach immer an der letzten Falz anlegen mit dieser Nase da. Boah, es geht so schwer hier. Und dann falzen. Bei mir geht es auch das nicht ganz bis ans Ende aus, weil es eben zu klein ist, das Bandsport. Aber das kann man dann einfach durch das, dass man das vorgefalzt hat, geht es dann eigentlich ganz gut zum Knicken. Das machen wir da jetzt mal reihum. Dann brauchen wir das eigentlich eh schon nicht mehr. Mein Falzbein. So, dann kann man da das wegschmeißen. Dann müssen wir eben hergehen und das Ganze falzen. Wieder ganz gut andrücken mit unserem Falzbein. Sorry, Schluck auf. Die falsche Falzlinie als erstes nehmen. Es ist immer leichter, also für ich zumindest, wenn man zuerst die innere Falzlinie nimmt. Ich weiß auch nicht, warum das eigentlich so ist. Aber irgendwie tue ich mir persönlich da leichter, weil das andere dann natürlich noch nicht so hundertprozentig falz ist. Dann geht das ein bisschen besser. So. Dann nur die kurzen. So, und die letzte Seite. Wieder nicht so gut gefalzt. So. Dann gehen wir her, eigentlich eh wie bei dem Adventskalender to go.
und schneiden da die an der Falz genau das kleine Stückchen ein, was wir da dann als Lasche benutzen können. Und dann habe ich jetzt einfach geschaut, welche der großen Seiten ich da oben haben will. Ich nehme jetzt da die, dass man das sieht. Und dann müssen wir da hergehen und 1,5 cm wegschneiden. Also beim dritten ist 1,5. Und das machen wir natürlich bei beiden, weil sonst kann man die ganze Box leider nicht verschließen, weil die Lasche zu groß ist. Leider immer schauen, dass es gerade da liegt. So. Also, ich wollte, dass man das drüber klappt. Oder? Ja, doch, das. Dann gehe ich her und schaue da ungefähr, wie viel Kleber ich da auf das Große darunter machen kann. Und mache dann da bei den kleinen Laschen, bei den Mini-Laschen da. Da kann man komplett Kleber drauf tun. Und da ein bisschen. Nicht so viel, nicht, dass uns dann die ganze Box zusammenklebt. Und dann drücken wir das einfach ein bisschen fest. So, Kleber braucht man nicht mehr. Und im Endeffekt ist eigentlich die Box jetzt schon fertig. Was ich dann nur gemacht habe, ist da eben Band drumherum. So, wenn man es natürlich nicht hergerichtet. Also jetzt kontrollieren wir gerade nochmal die Größe. Ja, genau. Und dann kommt einfach nur Band. Jetzt hole ich mir gerade ein Band. Ich lasse meine die Schokolade raus, und das nehme ich von meinem Sohn. Ich muss erst die Schokoladen dazu kaufen. So, ich nehme jetzt da wieder das Pekas Twine. Das hat es mal beim Action gegeben. Schon ein bisschen länger her. Jetzt lasse ich mir das da gerade ein bisschen länger und wickel das, ja, keine Ahnung, so oft man halt möchte. Ich habe es, glaube ich, dreimal beim anderen rumgewickelt. Und dann braucht man das Ganze eigentlich nur noch nach Belieben zu verzieren und hat ein nettes. Boah, jetzt ist es ein bisschen zu kurz gelassen. Hat eine Mini-Schleife. Also verzieren und kann schon verschenkt werden. Ich hoffe, mein kleines Tutorial hat dir gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!